Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch alles rund ums Thema Bleaching erklären. Also bleibt dran! Ich habe hier wieder Oscar an meiner Seite. Wie ihr sehen könnt, ist Oscar so ein bisschen unter die Styler gegangen. Er meinte, jetzt, wo er so viel vor der Kamera steht und im Rampenlicht ist, muss er unbedingt sein Image aufpolieren und was für sein Aussehen tun. Und er hat sich das bei den Hollywood-Stars abgeguckt und wollte jetzt unbedingt weiße Zähne haben, so wie die ganzen in Hollywood. Und hat mich gebeten, ihm die Zähne zu bleachen. Das habe ich natürlich gemacht. Und das war ihm aber noch nicht genug. Er wollte unbedingt noch solche Strasssteinchen haben. Naja, für all diejenigen, die Oscar noch nicht so gut kennen, blende ich mal ein Vorher-Nachher-Foto ein, damit ihr sehen könnt, wie er vorher aussah. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und wenn ihr auch eure Zähne bleachen wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran, weil in diesem Video erkläre ich euch alles, was ihr wissen müsst, welche Risiken es gibt, welche Methoden, was ich empfehle und all das möchte ich in diesem Video klären. Also zunächst einmal möchte ich euch erklären, wie Bleaching überhaupt funktioniert. Also was ist der Wirkmechanismus dahinter? Wenn ihr zum Beispiel raucht oder Kaffee trinkt, Tee, Rotwein, Traubensaft oder auch viele Gewürze esst, so wie Curry, Safran, also färbende Sachen, dann lagern sich diese Farbstoffe auf euren Zähnen ab. Und erstmal habt ihr oberflächliche Verfärbungen, die sich mithilfe einer professionellen Zahnreinigung wieder entfernen lassen. Aber mit der Zeit können sich die Farbstoffe auch in den Zahnschmelz einlagern und färben den Zahnschmelz somit dunkel und dann wirken eure Zähne mit der Zeit immer dunkler. Beim Bleachen ist es so, dass der Wirkmechanismus eigentlich immer der gleiche ist. Ihr habt ein Bleaching-Gel und das Bleaching-Gel setzt sich zusammen aus zwei Bestandteilen. Einmal dem Carbamid, das ist eigentlich nur das Trägergel. Und dem Wasserstoffperoxid, das ist der aktive Stoff in dem Gel. Und der sorgt dafür, dass eure Zähne heller werden. Und zwar funktioniert das so, dass dieses Wasserstoffperoxid die Farbstoffe in eurem Zahnschmelz entfärbt. Die werden also nicht herausgelöst, sondern einfach nur entfärbt und dadurch wirken die Zähne dann heller. Das ist eigentlich der Wirkmechanismus, der hinter allen Methoden steckt. Und ihr wisst das bestimmt auch alle selbst, dass es verschiedene Methoden gibt und darauf möchte ich jetzt erstmal eingehen. Also ganz grob unterscheidet man erstmal zwischen externem und internem Bleaching. Das externe Bleaching ist all das, was von außen auf die Zähne aufgegeben wird und beim internen Bleaching wird das Gel in den Zahn hineingegeben. Das betrifft aber die wenigsten, da komme ich später drauf zu sprechen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das externe Bleaching. Und auch beim externen Bleaching gibt es verschiedene Methoden. Da unterscheidet man zwischen dem Home Bleaching und dem Chairside Bleaching, also ob ihr zu Hause eure Zähne bleacht oder in der Zahnarztpraxis. Und auch beim Home Bleaching wiederum gibt es zwei verschiedene Methoden. Ihr merkt, das splittet sich immer so weiter auf. Also beim Home Bleaching habt ihr entweder frei verkäufliche Präparate aus der Drogerie oder ihr habt Bleaching Gel, was der Zahnarzt euch verkauft. Kommen wir erstmal zu den frei verkäuflichen Bleaching-Mitteln aus der Drogerie. Da gibt es verschiedene Methoden, ob ihr es nun aufpinselt oder solche Stripes benutzt, die ihr draufklebt. Oder vorgefertigte Schienen, die eben jedem passen, die eingesetzt werden. Da gibt es also verschiedene Methoden, aber es ist alles frei verkäuflich. Und all diese Präparate haben mittlerweile nur noch einen Wasserstoffperoxidgehalt von unter 0,1%. Das liegt daran, weil es eine neue EU-Verordnung gibt seit 2012. Seit dieser neuen EU-Verordnung dürfen frei verkäufliche Präparate nicht mehr als 0,1% Wasserstoffperoxid enthalten. Von 0,1 bis 6% darf der Zahnarzt verkaufen, das dürft ihr zu Hause anwenden und alles über 6% darf nur noch in der Zahnarztpraxis verwendet werden. Das erklärt auch, weil da eine Frage kam, warum zum Beispiel Blender Med diese White Strips oder White Stripes vom Markt genommen hat, weil ja seit 2012 eben nur noch unter 0,1% Wasserstoffperoxid erlaubt ist und
ja, das lohnt sich eigentlich nicht mehr. Also diese Präparate haben ein sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ihr zahlt vielleicht nur 15 Euro, aber der Bleaching-Effekt, den ihr dadurch bekommt, der ist extrem gering bis eigentlich nicht mehr vorhanden. Also ich würde euch das nicht unbedingt empfehlen, diese Präparate zu verwenden, weil ihr einfach keinen Effekt dadurch erlangt und dafür ist es dann ja eher rausgeschmissenes Geld. Hinzu kommt, dass wenn ihr zum Beispiel diese Stripes benutzt, dass die nur vom kleinen Backenzahn bis zum kleinen Backenzahn, also einen Zahn hinter dem Eckzahn reichen. Wenn ihr aber lacht, dann sieht man wesentlich mehr von euren Zähnen. Und wenn ihr jetzt wirklich mehrere Farbstufen eure Zähne aufhellen wollt, dann ist der Unterschied von vorne bis hinten schon zu sehen. Also das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, ihr wollt wirklich nur so minimal aufhellen, vielleicht so einen halben Farbton, dann merkt man den Unterschied oder sieht man den Unterschied halt nicht so doll. Aber ansonsten, für alle, die wirklich bleachen wollen, ist das eigentlich nichts. Und Crest ist der Marktführer in den USA. Die gibt es also auch nur online, nicht in Deutschland, weil, wie gesagt, das in Deutschland eigentlich nicht erlaubt ist. Meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht, weil das eben Medizinprodukte sind, die ja nicht vom Laien einfach so angewendet werden sollten, sondern schon unter zahnärztlicher Kontrolle sein sollten. Und Crest und Blendamed gehören zusammen. Da steckt der gleiche Produzent dahinter, nämlich Procter & Gamble. Oral-B gehört da übrigens auch zu. Und insofern weiß man immerhin schon mal, dass man einen guten Anbieter hat. Aber ich lege da auf keinen Fall irgendwie meine Hand für ins Feuer. Also es ist mit diesen freiverkäuflichen Mustern so, das ist wie wenn ihr eure Haare zu Hause färbt. Es kann gut gehen, es kann auch in die Hose gehen. Und auf der sicheren Seite seid ihr immer, wenn ihr es beim Friseur machen lasst. Und so ist das eben auch mit den freiverkäuflichen Präparaten. Es kann, oder in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich funktionieren, aber ich gebe da keine Garantie für. Und es ist auch keine so, ja, sichere oder erprobte Methode. Also generell würde ich die freiverkäuflichen Muster nicht empfehlen, auch nicht die von Crest. Was ich euch empfehlen würde, ist das zweite Home-Bleaching-Verfahren. Und zwar bekommt ihr da solche individuell angefertigten Schienen, die ganz speziell für eure Zähne passen. Eins für oben und eins für unten. Die sind aus so weichem Kunststoff. Und da gebt ihr dann das Bleaching-Gel rein, setzt das ein für ein paar Stunden oder über Nacht. Und ja, das tragt ihr dann über mehrere Tage, bis ihr den Bleaching-Effekt erreicht habt, den ihr haben wollt. Und das ist die Methode, die ich generell empfehlen würde, weil das eine sehr, sehr sichere Methode ist und die auch gut erforscht ist. Und dadurch, dass die Schienen eben speziell für euch angefertigt sind, liegt das Bleaching Gel auch genauso auf den Zähnen auf, wie es aufliegen soll. Das ist eigentlich so das Standard-Bleaching-Verfahren. Die Schienen sind verhältnismäßig teuer, also ihr müsst am Anfang erstmal ein bisschen Geld investieren in diese Schienen. Das Bleaching Gel ist aber sehr, sehr günstig. Also ihr könnt dann auch, die Schienen habt ihr über viele Jahre, ihr könnt dann auch, wenn ihr nach 3 Jahren oder so wieder nachbleachen wollt, einfach nur das Gel nochmal nachkaufen. Das ist dann echt günstig. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Schienen schon mal habt, auch später einfach nochmal nachbleachen. Das ist also die bewährteste und sicherste Methode zu bleachen. Man kann unterschiedliches Bleaching Gel hierfür kaufen, eher hochprozentiges oder weniger hochprozentiges, wobei eben nichts über 6% sein darf. Also es gibt zum Beispiel welches mit 3,8% oder mit 5,8% Wasserstoffperoxid. Und ja, generell kann man sagen, dass mit weniger Prozent zu bleachen immer schonender ist. Also lieber mit wenig Prozent und dafür über mehrere Tage als höherprozentig und dafür kürzer zu bleachen. Ja, und dann gibt es noch das Chairside Bleaching oder auch In-Office Bleaching genannt. Das ist das Bleaching, was der Zahnarzt in der Praxis macht. Er gibt also direkt das Bleaching Gel auf eure Zähne. Ihr müsst da ungefähr 20 bis 30 Minuten lang sitzen bleiben. So lange muss es einwirken, dann spült der Zahnarzt das Bleaching Gel wieder ab und dann entscheidet ihr, ob ihr es nochmal neu für 20, 30 Minuten auftragt. Oder ob es reicht oder ob ihr vielleicht in einer zweiten Sitzung nochmal bleacht. Das entscheidet ihr dann individuell. Vom Prinzip her funktioniert das auch sehr, sehr gut. Es hat aber Vor- und Nachteile.
Vorteile sind, ihr könnt auf diese Art und Weise auch einzelne Zähne bleachen. Also wenn ihr unterschiedliche Farben habt im Mund und irgendein Zahn ist zu dunkel oder mehrere, dann könnt ihr auch einzelne Bereiche bleachen und nur dort das Bleaching-Gel auftragen. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr freiliegende Zahnhälse habt, ganz gezielt diese freiliegenden Zahnhälse aussparen und da kein Bleaching-Gel drauf geben. Und ja, also das ist eigentlich der Hauptvorteil davon, dass ihr bestimmte Bereiche einfach nur bleachen könnt und nicht alles. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist erstens, dass ihr sehr hochprozentiges Wasserstoffperoxid verwendet, weil es ja in sehr kurzer Zeit wirken muss. Während ihr beim Zahnarzt muss es ja eine Wirkung haben. Das heißt, man verwendet relativ hochprozentiges Wasserstoffperoxid und das ist generell immer aggressiver für die Zähne, als wenn ihr mit weniger prozentigem Wasserstoffperoxidgehalt bleacht. Und der andere Nachteil ist, dass es auch schneller wieder nachdunkelt. Also das kann ich aus meiner Erfahrung ja sagen, dass das Bleachen durchs Chairside Bleaching schneller wieder nachdunkelt als das Home Bleaching. Ja, und dann habe ich ja noch gesagt, es gibt auch internes Bleaching. Beim internen Bleaching, das verwendet man bei abgestorbenen, also toten Zähnen, die eine Wurzelkanalbehandlung bekommen haben. Solche Zähne werden ja manchmal sehr dunkel. Und bei den Zähnen, wenn die eh schon tot sind, kann man den Zahn nochmal wieder aufbohren, das Bleaching-Gel in den Zahn reingeben, das erstmal provisorisch verschließen und jede Woche das Bleaching-Gel austauschen, so lange bis die Farbe so hell ist, wie man es gerne hätte. Und dann das Bleaching-Gel komplett wieder rausnehmen und alles wieder verschließen. Der Nachteil, der riesen Nachteil bei diesem Verfahren ist, dass die Zähne dadurch porös werden und schneller abbrechen können. Also von dem Verfahren würde ich eher abraten, zumal es in meinen Augen auch keinen Sinn ergibt. Wurzelkanalbehandelte Zähne, also tote Zähne, sollten eigentlich immer überkront werden und durch die Krone könnt ihr dann ja die Zahnfarbe bestimmen. Also es macht für mich keinen Sinn, den Zahn nicht zu überkronen und ihn dafür aufzuhellen, sondern ich würde immer empfehlen, den zu überkronen. Und deswegen dieses interne Bleaching ist nicht unbedingt das, was ich irgendwem empfehlen würde. So, dann fragt ihr euch bestimmt sicher alle, ist das Bleachen schädlich für die Zähne? Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? Und dazu kann ich sagen, mittlerweile ist die Studienlage sehr eindeutig, also es ist ein sehr gut erforschtes Thema und mittlerweile kann man sagen, dass die Zähne keinen nachhaltigen Schaden nehmen. Es kann vorübergehend zu Nebenwirkungen kommen und die einzig bekannte Nebenwirkung ist eigentlich eine Kalt-Warm-Empfindlichkeit, vor allem Kälteempfindlichkeit der Zähne. Diese Kälteempfindlichkeit lässt aber meistens sehr schnell wieder nach, oft schon nach einigen Stunden oder nach den ersten 2-3 Tagen, nachdem man mit dem Bleachen aufgehört hat, ist die Kälteempfindlichkeit wieder verschwunden. Es kann aber auch, das weiß ich, dass manche da ein bisschen länger mit zu kämpfen haben, also mehrere Wochen oder sogar Monate, bis die Kälteempfindlichkeit wieder verschwunden ist. Aber man kann sich eigentlich sicher sein, dass sie wieder verschwindet, also dass es nicht für ewig anhält und die Zähne keinen nachhaltigen Schaden davon nehmen. So viel dazu. Es gibt aber, bitte hört zu Ende, einige Sachen, die man beachten muss, damit es wirklich kein Risiko beim Bleachen gibt. An gewisse Regeln sollte man sich da halten. Das eine hatte ich schon erwähnt, es ist immer schonender für die Zähne, mit einem niedrigeren Anteil an Wasserstoffperoxid zu bleachen, als mit einem hochprozentigen Wasserstoffperoxid-Gel. Das ist immer ja, angenehmer für die Zähne. Also es ist besser, über einen längeren Zeitraum zu bleachen, aber dafür mit weniger Wasserstoffperoxid als mit einem hochprozentigen Bleaching-Gel und dafür kürzer. Das ist nicht so gut, das ist aggressiver für die Zähne. Die nächste Sache ist, dass ihr in jedem Fall, bevor ihr bleacht, einen Zahnarzt aufsuchen sollt. Egal wie ihr bleacht, selbst wenn ihr frei verkäufliche Präparate kaufen solltet, geht vor zum Zahnarzt und lasst euch beraten. Der Zahnarzt muss nämlich letztendlich entscheiden, ob ihr bleachen dürft oder nicht. Also generell darf und kann jeder seine Zähne bleachen, es gibt aber gewisse Dinge, die man beachten sollte. Erstens, wenn ihr irgendwo aktive Kariesstellen habt, also unbehandelte Karies, wo ja noch keine Füllung gemacht wurde,
dann sollte das vorher erfolgen, weil es sein kann, dass das Bleaching-Gel dann über die Karies in den Zahn eindringt und den Zahnnerv irritiert, reizt, ja, oder sogar schädigt. Das kann passieren, also Karies sollte vorher behandelt werden. Das gleiche gilt zum Beispiel für undichte Kronenränder. Wenn die Krone nicht mehr dicht am Zahn ansitzt, dann kann das Bleaching-Gel auch unter die Krone gelangen und auch den Nerv wiederum reizen. Also das sind Sachen, worauf euer Zahnarzt achten sollte und ja, euch letztendlich vorbehandeln sollte. Das gleiche gilt für Zahnfleischerkrankungen. Die sollten natürlich auch vorher behandelt werden. Beim Zahnfleisch ist es allerdings nicht so schlimm. Also das Bleaching-Gel, was ihr zu Hause verwendet, bis zu 6%, ist eigentlich nicht schädlich fürs Zahnfleisch. Ich meine, wenn ihr diese Bleaching-Schienen nimmt und das einsetzt, würde ich trotzdem darauf achten, wenn es rausquillt, dass ihr das bisschen abwischt mit einem Q-Tip, also dass es nicht unbedingt aufs Zahnfleisch kommt. Aber selbst wenn, ist es eigentlich nicht schädlich fürs Zahnfleisch. Generell hat Wasserstoffperoxid sogar eine desinfizierende Wirkung. Also es wird in der Medizin verwendet zum Desinfizieren. Aber alles Hochprozentige, also was beim Zahnarzt verwendet wird, sollte auf jeden Fall nicht das Zahnfleisch berühren. Der legt dann aber auch so einen Koffer drüber, damit das gar nicht erst passiert. Nur trotzdem, wenn ihr jetzt irgendwie eine Parodontitis habt oder eine Zahnfleischentzündung, sollte das idealerweise auch vorher behandelt werden. Das sind also Dinge, die euer Zahnarzt beachten sollte. Und dafür müsst ihr erstmal zum Zahnarzt gehen. Also das ist der allererste Schritt. Wenn ihr schon beim Zahnarzt seid, dann solltet ihr eine professionelle Zahnreinigung machen lassen. Aus folgendem Grund. Erstens, ihr wollt eure Zähne hell haben. Das macht keinen Sinn, wenn ihr dafür oberflächliche Verfärbungen drauf habt. Also das widerspricht sich ja irgendwie. Die Verfärbungen sollten erstmal entfernt werden, dann sind eure Zähne sowieso schon mal sauber, wirken damit auch heller und dann könnt ihr bleachen. Und das andere ist eben, dass ja, der allgemeine Zustand der Zähne erstmal gut sein muss. Die ganzen Bakterien sollten entfernt werden, die Verfärbungen sollten entfernt werden. Also bevor ihr bleacht, solltet ihr eine professionelle Zahnreinigung machen lassen. Das sind also die beiden wichtigsten Dinge. Lasst euch beim Zahnarzt beraten und macht eine professionelle Zahnreinigung vorher. Was ihr noch beachten solltet, ist, dass Füllungen und Kronen nicht heller werden. Ihr bleacht nur den Zahnschmelz, aber keine Füllungen und Kronen. Also die bleiben so dunkel, wie sie jetzt sind. Das solltet ihr auch beachten. Also Füllungen kann man natürlich gegebenenfalls hinterher austauschen und heller machen. Bei Kronen ist das ja aufwendiger, teurer und nicht unbedingt gut für den Zahn, einfach so die Krone wieder runterzuholen. Also das sollte man sich eben überlegen, aber auch da ist eben euer Zahnarzt gefragt, dass der euch da berät. Als nächstes solltet ihr beachten, dass ihr während ihr bleacht und bis etwa 2 Wochen nach dem Bleachen keine stark färbenden Substanzen zu euch nehmt. Also kein Kaffee trinken, kein Tee, kein Rotwein, Traubensaft, Safran, möglichst auch nicht rauchen. Also alles, was ich aufgezählt habe vorhin schon, solltet ihr während des Bleachens bis zu 2 Wochen danach vermeiden, weil die Zähne in der Zeit des Bleachens aufnahmefähiger sind für diese Farbstoffe. Hinzu kommt, dass ihr möglichst abrasive Substanzen vermeiden solltet in der Zeit, weil man festgestellt hat, dass es auch so eine Nebenwirkung, dass die Zähne während des Bleachens ein bisschen weicher werden und weniger widerstandsfähig und können dann leichter ja, abgeschmirgelt werden. Also ihr solltet alles, was Schmirgelstoffe enthält, auf jeden Fall vermeiden in der Zeit. Man weiß aber auch, dass etwa 5 bis 10 Tage, nachdem man aufgehört hat zu bleachen, der Zahn wieder seine ursprüngliche Härte zurückbekommen hat. Also auch das ist nicht nachhaltig. Dann stellt sich noch die Frage, wie oft könnt ihr eure Zähne bleachen, ohne dass sie Schaden nehmen? Also generell könnt ihr schon alle paar Jahre nachbleachen, wenn die Zähne eben wieder nachgedunkelt haben. Das Homebleaching hält in der Regel 3 bis 5 Jahre an, bis sie wieder nachdunkeln. Und das In-Office-Bleaching meinte ich ja vorhin schon ein bisschen weniger. Vielleicht, ich habe da keine genaue Zahl, aber so vielleicht 1-2 Jahre nur. Wie schnell es nachdunkelt, hängt aber auch ganz extrem von eurer Mundhygiene ab und von euren Essgewohnheiten. Also wenn ihr jetzt Raucher seid und viel Kaffee trinkt, dann dunkelt es natürlich schneller wieder nach.
Und wenn ihr dennoch schlecht eure Zähne putzt, dann noch viel schneller. Also das hängt wirklich von euren Putz- und Essgewohnheiten sehr stark ab, wie schnell es wieder nachdunkelt. Und deswegen kann es eben sehr stark variieren, wie lange der Effekt anhält. Aber generell solltet ihr nicht permanent bleachen, sondern lieber einmal am Stück, so lange, bis ihr die gewünschte Zahnfarbe erhalten habt und die Zähne so weiß sind, wie ihr sie gerne hättet. Und dann 2 bis 3 Jahre Pause machen. Und nach 2 bis 3 Jahren könnt ihr wieder nachbleachen, wenn sie dann nachgedunkelt sind. Meistens ist das aber so ein bisschen trügerisch, weil die Zahnfarbe von vielen Faktoren abhängt, wie sie wirkt. Also objektiv gibt es eine Farbskala, mit der man gucken kann und eigentlich auch gucken sollte, wie eure Ausgangszahnfarbe ist. Und dann, wenn ihr bleacht, welche Endfarbe ihr erreicht habt. Ihr habt zum Beispiel am Anfang eine A3 und bleacht und habt am Ende eine A1. So, und nun vergeht eine gewisse Zeit und irgendwann kommt ihr wieder zum Zahnarzt und sagt, ihr wollt nochmal nachbleachen. Dann kann man eben nochmal gucken, sind eure Zähne wirklich dunkler geworden? Oder habt ihr nicht vielleicht immer noch eine A1 und es wirkt einfach nur dunkler für euch? Weil erstens gewöhnt man sich sehr schnell daran. Also es wirkt einfach irgendwann für einen selbst dunkler, obwohl sie noch genauso hell sind wie vorher. Und es hängt eben auch davon ab, zum Beispiel, wie braun ihr seid. Im Sommer wirken eure Zähne einfach weißer, als wenn ihr im Winter blass seid. Oder wenn ihr generell eher dunkle Haut habt, wirken Zähne immer heller. Das hängt davon ab. Es hängt noch von mehreren Faktoren ab, also auch eure Stellung im Kiefer oder die Zahngröße. Also je mehr Licht die Zähne reflektieren können, umso weißer wirken sie. Aber das sind natürlich Faktoren, die sich nicht verändern, sondern wirklich ganz krass merkt man es immer so im Winter, dass die Leute denken, dass die Zähne wieder dunkler geworden sind. Und das ist eben meistens nicht der Fall, wenn man es mal objektiv beurteilt. Ja, dann stellt sich noch die Frage, kann jeder seine Zähne bleachen? Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen vorhin. Generell ja, aber es sollte eben beachtet werden, wenn zum Beispiel jemand stark freiliegende Zahnhälse hat, dass diese Bereiche ausgespart werden. Also da solltet ihr vielleicht lieber auf die Chairside-Bleaching-Methode zurückgreifen, damit die Bereiche eben ausgespart werden können. Und es gibt eben auch genetisch bedingte oder krankhaft bedingte Schmelzfehlbildung, dass zu wenig, also zu dünner Schmelz vorhanden ist oder der Schmelz sogar gänzlich fehlt. Das kann genetisch bedingt sein oder eben auch durch Krankheiten hervorgerufen sein. In solchen Fällen solltet ihr auch nicht unbedingt bleachen. Da sollte euch auch euer Zahnarzt dann beraten. Was noch zu beachten ist, wenn ihr jetzt schon ein bisschen älter seid und eure Zähne mit den Jahren dunkler geworden sind, dann kann das zum Beispiel daran liegen, dass der Zahnschmelz durch die normale Abnutzung beim Essen dünner geworden ist. Dann schimmert nämlich das dunkle Dentin durch. Das Dentin ist immer gelb und der Zahnschmelz ist eher weiß. Und wenn weniger Zahnschmelz vorhanden sind, wirken die Zähne immer dunkler und dunkler. Und auch in solchen Fällen sollte dann nicht unbedingt gebleicht werden, sondern dann ist die bessere Versorgung vielleicht eher ein Veneer oder wenn der Zahn schon Füllungen hat, eine Krone, damit eben auch der fehlende Schmelz wieder aufgebaut wird und die Zähne wieder stabilisiert werden. Und dann ist Bleaching eben auch nicht unbedingt das richtige Mittel, um die Zähne aufzuhellen. Also ihr merkt schon, es gibt schon gewisse Dinge, die man beachten sollte. Es betrifft nicht viele Menschen, die nicht bleachen sollten, aber das sollte eben in jedem Fall, ich kann es nicht oft genug betonen, ein Zahnarzt beurteilen. Also geht vorher zum Zahnarzt und lasst euch beraten. Und wovon ich noch unbedingt abraten muss, sind aufhellende Zahncremes. Also eine Zahnpasta, die die Zähne aufhellen soll, enthält fast immer entweder Schmirgelpartikel oder Säuren und beides greift die Zähne an. Und dann habt ihr im ersten Moment vielleicht erstmal weißere Zähne, weil die Schmirgelpartikel die Verfärbung wegschmirgeln, aber es wird eben auch der Zahnschmelz mit weggeschmirgelt. Ihr habt also immer weniger Zahnschmelz, die Zähne werden kariesanfälliger und mit der Zeit habt ihr einen gegenteiligen Effekt, nämlich genauso wie wenn ihr älter werdet, dass die Zähne dunkler werden, weil immer weniger Schmelz drauf liegt und dann das dunkle Dentin besser durchschimmern kann. Also davon lasst unbedingt die Finger. Es gibt ein paar Zahncremes, die einen Weißeffekt haben, schrägstrich haben sollen.
die schonend sind. Dazu zählt zum Beispiel Elmex Sensitive Professional sanftes Weiß. Also das ist wirklich eine Zahnpasta, die schonend ist, die keine Schmirgelpartikel enthält. Aber ich habe das Gefühl, dass sie auch überhaupt nichts bringt. Also da könnt ihr keinen großen Effekt von erwarten. Und die nächste Sache sind die ganzen Hausmittelchen, die so verwendet werden zum Bleachen. Großer Fehler. Also jeder, der euch erzählt, ach, der Zahnarzt, der will euch eh nur abzocken, so viel teures Geld müsst ihr nicht nehmen, nimm einfach Backpulver, das funktioniert genauso und ist viel günstiger. Lasst das. Für Backpulver, Zitronensäure und was es nicht alles gibt, was sich die Leute einfallen lassen, zählt genau das Gleiche. Es schädigt euren Zahnschmelz. Lasst bloß die Finger davon. Wenn ihr professionell eure Zähne bleachen lasst, also entweder mit diesen individuell angefertigten Schienen oder beim Zahnarzt, dann könnt ihr ja eine Aufhellung der Zähne von 2 bis 3 Farbstufen erwarten. Und das ist schon ziemlich viel. Also da schafft man es schon von der dunkelsten Zahnfarbe auf dieser Farbskala, die es gibt, bei der hellsten zu landen oder zumindest bei der zweithellsten. Dann kam noch die Frage von einem von euch, ob das Bleaching bei jedem gleich wirkt. Generell ja, es gibt aber gewisse Grundfarben bei den natürlichen Zähnen, die nicht ganz so gut aufs Bleaching ansprechen wie andere Farben. Und wie gesagt, wie weiß die Zähne am Ende wirken, hängt von mehreren Faktoren ab, von der Größe der Zähne, der Stellung im Kiefer, von der Zahnschmelzdicke, von der Hautfarbe, von der Genetik, wie dunkel das Dentin ist, weil das Dentin ist eben das Gelbe im Zahn und lässt die Zähne dunkler wirken. Also es kann schon unterschiedliche Ergebnisse bei jedem geben, aber generell kann man eben diese 2 bis 3 Farbstufen Aufhellung schon erwarten. Und zum Schluss noch eine Empfehlung von mir. Wenn ihr eure Zähne bleicht und die Zähne kälteempfindlich werden, dann kann ich euch die Zahnpasta Elmex Sensitive Professional empfehlen. Also nicht sanftes Weiß, das braucht ihr dann ja nicht, sondern nur Elmex Sensitive Professional. Das ist eine sehr sanfte Zahnpasta, also schonend, wenig abrasiv, was ihr ja haben wollt, während ihr bleicht. Und sie ist sehr, sehr, sehr gut bei Kälteempfindlichkeiten. Ich kann nicht versprechen, dass ihr dadurch keine Kälteempfindlichkeiten haben werdet, aber sie kann euch eben helfen, das zu minimieren. Und dann kam noch die Frage aller Fragen, die ich so oft zu hören bekomme, ob meine Zähne denn gebleicht sind. Nein, meine Zähne sind nicht gebleicht. Also das, was ihr jetzt seht, ist meine natürliche Zahnfarbe. Ich habe vor, ich glaube, bestimmt schon 9 Jahre her. Das war ganz, ganz am Anfang meines Studiums. Wollte ich meine Zähne bleachen. Ich habe mir damals diese White Stripes von Blendermate gekauft, habe mir auch nichts groß drüber nachgedacht und wollte es einfach mal ausprobieren. Es war am Anfang des Studiums und ich habe gesehen, einige hatten gebleachte Zähne und es wurde drüber gesprochen. Wir hatten das Thema damals noch nicht in der Uni gehabt, also es kam erst sehr, sehr spät im Studium. Insofern wusste ich da eigentlich nicht so viel drüber und ich glaube, man wusste damals generell noch nicht so, ob es nun schädlich ist für die Zähne oder nicht. Sind ja mittlerweile fast ein Jahrzehnt vergangen. Und ich habe mir also diese White Stripes gekauft und habe die. Ich wollte meine Zähne nicht deutlich aufhellen. Ich wollte nur einen ganz kleinen Effekt haben. So ein bisschen heller. Ich wusste ja schon, ich habe helle Zähne und ich mag nicht so übertriebenes Weiß. Ich wollte sie ein bisschen heller haben. Ich habe mir also den geringsten Wasserstoffperoxidanteil von Blendermate gekauft, den es damals gab. Und eigentlich hätte man die 2-mal am Tag morgens und abends benutzen wollen. Ich habe sie nur abends verwendet. Und ich habe am zweiten Tag solche kälteempfindlichen Zähne bekommen, dass ich es mit der Panik zu tun bekommen habe. Weil ich habe mir gesagt, ich habe schon weiße Zähne und ich habe gesunde Zähne. Und jetzt mache ich sie mir durchs Bleachen kaputt. So habe ich halt damals gedacht, weil ich mir nicht sicher war, ob. Also ich wusste schon, dass es zu Kälteempfindlichkeiten beim Bleachen kommen kann, aber damals wusste man noch, oder wusste ich nicht genau, ob sie dann auch wieder weggehen. Ja, und dann habe ich mir da nochmal Gedanken drüber gemacht und dachte, das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich will. Habe das alles also in Müll geschmissen und wirklich nach diesen 2 Abenden nie wieder benutzt. Und mittlerweile, also das Thema ist für mich auch vom Tisch. Ich habe jetzt kein Bedürfnis, nochmal zu bleachen. Obwohl ich jetzt ja weiß, dass die Zähne keinen langfristigen Schaden nehmen. Aber ich möchte es einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt nochmal bleachen wollen würde, dann würde ich Home Bleaching machen mit diesen individuell angefertigten Schienen. Aber das ist im Moment für mich
kein Thema. So viel nur zu eurer Neugier, ne? Oskar, was hast du gemacht? Nur weil ich gesagt habe, dass die Zähne bei dunkler Haut noch weißer wirken, habe ich damit nicht gemeint, dass du gleich auf die Sonnenbank rennen sollst und erst wieder rauskommst, wenn du schwarz bist. Also, irgendwas hat er da falsch verstanden. Ich hoffe jedenfalls, dass eure Fragen alle geklärt sind, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch damit helfen konnte. Und solchen Effekt solltet ihr vielleicht vermeiden. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.